Der 8. Mai ist für mich ein sehr zwiespältiger Tag, denn ich kann nicht verstehen und will es auch irgendwie nicht verstehen, dass das Terrorregime des Nationalsozialismus nicht von innen aufgelöst wurde, sondern dass es der äußeren Auflösung bedurfte. Dieses Regime des Terrors und der maschinellen, institutionellen Tötung von Menschen in Serie macht mich fassungslos. Juden, Menschen mit Behinderungen, Menschen, die homosexuell sind, Kommunisten, sie alle wurden systematisch ermordet. Und der Widerstand von innen, der war viel, viel, viel zu gering. Und da müssen wir uns natürlich auch als Kirchen immer wieder klar werden, dass auch wir da nicht so beteiligt waren, wie das hätte sein müssen. Gerade in der Kirche gab es ja eine große Unterstützung des Nationalsozialismus in weiten Teilen mit den deutschen Christen. Es gab Widerstand, aber dieser Widerstand war in der Regel weniger politisch als rein innerkirchlich motiviert. Also die Power, die nötig gewesen wäre, um dieses Regime von innen zu erneuern und abzulösen und die Menschenfeindlichkeit zu besiegen, diese Power ist auch innerkirchlich nicht entwickelt worden. Trotz einiger engagierter und doch sehr mutiger Menschen. Das verbinde ich mit dem 8. Mai und das macht mich doch sehr nachdenklich und ermutigt mich aber auch, mich heute mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, wo wir heute stehen und wie wir unsere Demokratie heute stärken und unterstützen können. Dass wir als Kirche, als Diakonie für eine weltoffene Gesellschaft eintreten, für Inklusion und für Miteinander und für gegenseitige Anerkennung. Und insofern ist der 8. Mai dann ein wirklich wichtiger, guter Tag.